Urdhva Pada Tala Samyuktasana ist der Kopfstand mit Fußsohlen zusammen. Urdhva Pada heißt die Füße oben und Pada Tala sind die Fußsohlen. Samyukta heißt miteinander verbunden. Urdhva Pada Tala Samyuktasana ist eine Übung, die auch die Hüftflexibilität fördert und die auch Muladhara und Svadhisthana Chakra öffnet, sodass dann die Energie zum Ajna und Sahasrara Chakra fließt. Ich werde kurz zeigen, wie es geht. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Von hier misst du die Ellbogen ab, sodass die Hände um die Ellbogen sind. Dann gibst du die Ellbogen auf den Boden, Scheitel auf den Boden. Du wanderst mit den Füßen zu den Händen. Ich versuche es gerade zu machen, ohne dass das Mikrofon in Mitleidenschaft kommt. Und dann kommst du hoch zum Kopfstand. Und jetzt gibst du die Fußsohlen zusammen und die Knie auseinander. Das ist also der Kopfstand mit Fußsohlen zusammen.